Hallo Internet, hier ist wieder Birkenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil meines Let's Plays zur Demo von Final Fantasy 15. Ja, im letzten Teil habe ich gegen den Behemoth gekämpft und habe hart auf die Fresse bekommen, milder ausgedrückt. Und haben wir danach den Hinweis bekommen, dass sie mal zu dieser Höhle hier gehen sollen, weil eventuell könnte da etwas drin sein, was von uns von Vorteil sein könnte. Und ich bin eben gerade nochmal schlafen gegangen, damit ich wieder neue Buffs habe. Aber das habe ich jetzt nicht extra aufgenommen, weil das ist ja, denke ich mal, langweilig, das 10-mal zu sehen. Und in diese Höhle müssen wir hier jetzt rein. Und Leute, mir ist was aufgefallen. Als ich zu dem Camp gelaufen bin, habe ich hier oben diese kleinen Menüpunkte entdeckt. Passade. Das war vorhin... es war früher in einem Teil, als ich dieses mystische Schwert an dem König der Löwenfelsen aufgesammelt habe, dass da stand, ich könnte jetzt Passade einsetzen. Und das habe ich irgendwie komplett überlesen, beziehungsweise das Spiel hat mich nicht so richtig darauf hingewiesen. Und jedenfalls ist das unser Limit quasi oder unsere Ekstase oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und das habe ich vorher einfach die ganze Zeit verpennt. Dumm gelaufen. Aber jetzt weiß ich, dass ich es kann und ich werde es dann gleich in den Kämpfen auch mal anständig einsetzen. Und jetzt geht's erstmal hier runter in die dunkle Höhle. Showtime. Let's hope it's not a tragedy. Sure ain't a comedy. We're drifting into the deep end. Das ist aber wirklich zappenduster hier. Oh. Ich bin Batman. Nett, ein paar Fledermäuse. Leute, wäre ganz cool, wenn ihr mich vorbeilassen würdet. Ja, also. Na, geht doch. Meine Fresse. How come I always end up in these situations? We must be prepared for anything. Everybody, stay alert. Keine Sorge, es ist so stockfinster. Da passen wir natürlich sehr gut auf. Hey, knock. Check this out. Wo denn? Wo bist du? Da bist du. Oh, okay. Metallteil. Toll. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Hier liegt noch was. Eine Taschenuhr. Aha. Okay, hier ist jetzt wieder so ein Spalt. Ich gehe nochmal zurück, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Denn die Übersicht ist hier im Dunkeln wirklich echt beschissen. Hüpf. Autsch. Okay, blöde Idee. Hätte mir eigentlich vorher klar sein müssen, aber ja. Gut, zwängen wir uns wieder da durch. Tight squeeze. Might just make it through. I think I'm hyperventilating. Kommt hier auch Leute oder? Psst, quiet now. What? Where? Who? What? I didn't need to see that. Focus. Hä? Was war da? Also, ich habe nichts gesehen. Oh, da leuchtet was. Ah. Goblins. War ja nur eine Frage der Zeit, bis sie hier auftauchen. Irgendwas musste hier unten im Dunkeln sein. All's well that ends well. Well, put it in the books. War jetzt nicht so schwer.
Na gut, also ich denke mal, wir können hier unten noch sehr viel mehr von den guten Goblins erwarten. Und wir begeben uns einfach weiter ins Höhleninnere. Uns bleibt ja sowieso nichts anderes übrig. We could crawl through. Don't lose your head. Da höre ich jetzt was schnurren und knurren. Ah, da sind sie ja wieder. Hallöchen! Ha, und noch endlich mal anständig gekontert hier. Geht doch. Apologies. Ah, die Kamera. Sehr schön. Komplett aufs Schwert, auf die Spitze genommen und dann. Weiß gar nicht, habe ich ihn jetzt echt den Abgrund runtergeworfen? Es wäre geil, wenn das gehen würde. Ich habe es jetzt gerade nicht so ganz genau gesehen. Kenn ich noch irgendwas? Ja. Nimm noch mal deinen Arsch da aus meinem Gesicht. Okay, da geht's tief runter. Da springe ich jetzt mal nicht hin. Chromplatte. Mhm. It never ends. Trotzdem relativ lange gedauert dafür, dass es nur ein Gegner war. Oh, da leuchtet wieder was. Da geht's auch lang. Da auch. Wow! Alter! Scheiße, Mann, ich habe mich wirklich erschreckt gerade. Eigentlich war es offensichtlich. Ah, das ist cool. What did you expect? Gotcha. Locked rules. No big deal. Ah, aber geil, dass sie solche kleinen Elemente einbauen. Ja, könnt ihr mir jetzt bitte mal wieder aus dem Weg gehen? Danke. Goldmünze. Okay, die ist bestimmt wertvoll. Hm, Metallteil. Ja, gehe ich jetzt links oder rechts lang? Ich denke, ich gehe erstmal links lang. Okay, da ist jetzt ein sehr schwarzer Abgrund. Das, ich habe schon wieder irgendwie so das Gefühl, dass das der richtige Weg ist, den wir gehen sollen. Ich möchte natürlich immer in Spielen erst den Weg abgehen, der nicht richtig ist, damit ich möglichst alles sehe und alles einsammeln kann, was da so rumliegt. Wo sind sie? Ah, da unten. Auch ihr entkommt mir nicht. Mach wie denn? Laufen die jetzt vor mir weg? Ja, die haben tatsächlich die Hosen voll. Aber mir entkommt mir nicht!
Mir bindet sich natürlich immer schön meinen Rundumschlag an, wenn ich so viele Gegner um mich herum habe. Yes, sir. No muss, no fuss. Nothing to it. All in a day's work. Ist aber die Frage, wo ich jetzt gelandet bin, als ich hier runtergejumpt bin. Ah. Ich glaube, das ist. Ach, geht ihr mir auf den Weg, ey. Ich glaube, das ist genau. Ja. Das ist genau der Weg, wo ich eben war. Okay, bin ich einmal im Kreis gelaufen quasi. Hier links oder rechts? Into the road. Sackgasse, okay. Ja, dann drehen wir halt wieder um. Und ich habe das hier nicht vergessen. Ich setze es gleich ein. Keine Sorge, L1 und R1. L1 und Kreis habe ich, glaube ich, auch bisher noch gar nicht benutzt. Kann das sein? Muss ich gleich auch mal testen. We can slip through. Let's go in. Wo? Da? Nein. Hier aber. Wow. So, jetzt geht's rund hier. Das ist Noctis Limit. Zack, 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 zack. Ihr seht, die Geschwindigkeit ist höher. Er schlägt härter zu und ich teleportiere mich automatisch zu den Gegnern hin. Kommt jetzt hier aber leider hier unten in der Höhle nicht ganz so gut zur Geltung. Ich mache das später nochmal, wenn ich wieder an der Oberfläche bin. Muss mich erstmal heilen. Oh, hast du es bald? Er chillt hier auch alleine in der Ecke. Was ist denn los? War das jetzt endlich mal alle? Meine Güte. Come on, gotta keep moving. Ihr müsst euch mal die Goblins genauer angucken. Ich weiß nicht, ob einer von euch jetzt hier Mystic Quest kennt. Das gab es damals auf dem Super NES. Und war im Prinzip, Final Fantasy in schlecht. Also das war wirklich von Square Enix. Eigentlich war das erste Casual-Spiel ever, weil die haben halt Final Fantasy genommen, die Grundzüge davon, haben es einfacher gemacht, haben eine total banale Story da irgendwie reingeklatscht und haben das halt als Mystic Quest rausgebracht. Weil sie meinten, dass das normale Final Fantasy den westlichen... Wow, ein Schwert. Das heißt, ich kriege doch jetzt wahrscheinlich eine neue Fähigkeit. Geht's da nach hoch? Nein? Okay, was haben wir Neues bekommen? Genau, da seht ihr es nämlich, oben habe ich ein drittes Icon noch. Und... Aha. Naja, kann ich anscheinend einfach nur besser ausweichen. Wow, was?
macht er denn? Hallo? Lauf doch nicht weg! Hey, I can't hear you. This way. What? Was ist denn da los? Jedenfalls dachte Square Enix, beziehungsweise damals Squaresoft noch, dass das normale Final Fantasy den westlichen Spielern... Ach, okay, das ist hier gerade runtergekommen. Ja, komme ich da durch? Sieht nicht so aus. Da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Dass das den westlichen Spielern zu einfach wäre. Zu einfach, Entschuldigung. Dass es denen zu schwer wäre und deswegen haben sie einfach ein einfacheres Mistspiel rausgebracht. Und so ziemlich die ersten Gegner und die meisten Gegner, die da trifft, sind diese Goblins. Und ich glaube fast, dass das 1:1 diese Goblins sind. Das fände ich auch ziemlich cool. Was? Schlangen? Was ist los? Prompto, wo bist du? Hallo? Ich sehe nichts. Boah, aber zieht euch mal hier. Ach, da hinten. Er läuft da alleine rum. Wie ist er denn da hingekommen? Aber zieht euch mal diese Höhle rein. Wie geil das ist, diese Tropfsteinhöhlen. Das ist doch krass. Da kommt er schon. Okay. Jetzt hauen wir mal schnell alle Gegner um, die hier so sind. No quarter. Hey, where'd you learn that one, Knocked? Ich versuche gerade mal dieses Ausweichen auszuprobieren, was ich gerade bekommen habe, aber ich sehe irgendwie keinen Unterschied. Oh, das sind aber wirklich viele hier. Au, was ist das? Wo ist denn meine ganze Energie hin? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ah. Ach, roten Magie-Schweife, was auch immer, was die machen. Kann das sein, dass die auch Subvita zaubern? Und dass ich deswegen gerade so wenig Energie hatte? Klingt für mich gerade zumindest plausibel. Ah, jetzt stirbt doch endlich. What? Apologies. Right. Ah, oh, das nimmt ja gar kein Ende hier. Ah, oh, doch, Gott sei Dank. Da 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 da. So, haben wir auch das geschafft? Hey, knock. Dann laufen wir jetzt. Was? Wo denn? Wo bist du? Ich gehe erstmal den Weg ein bisschen zurück, um zu gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Irgendein Item, irgendein Gegenstand. Ja, okay. Hier ist Sackgasse. Da ist anscheinend Tromto von irgendwie runtergefallen. Aber hier scheint nichts zu sein. Ja, sorry für das Backtracking. Aber guckt euch mal wirklich hier diese Höhle an. Das ist doch wirklich sehr krass. Geht's hier noch lang? Scheint fast so zu sein.
Ah, da sind sie ja wieder. Goblins. Das Final Fantasy 15 Äquivalent zu Schattenlurchen. Bam. Danke für die Heilung, wie auch immer das war. Gladio got him. All's well that ends well. Well, put it in the books. Gut. Da geht's anscheinend wieder nicht weiter. Was? Oh, jetzt reicht's aber mal hier. Aber kurz Prozess. Oh, das war jetzt gerade aber sehr effektiv. Und ich mach die ganze Zeit diesen scheiß Rundumschlag. Oh, hätte ich das mal früher gewusst. So. Ich hoffe, das war's jetzt mal. Noch eine Taschenuhr. Warum liegen hier Taschenuhren rum? Sieht doch so aus, als wären wir hier richtig. Oder auch nicht. Ja, nee. Boah, geh mir aus dem Weg, du. Oh. Also das sollten sie, glaube ich, auch noch mal ein bisschen verbessern. Dass sich die KI nicht unbedingt in meinen Weg stellt. Ah, das sieht richtig aus. What is this place? Well, well. Whoa. Was ist das denn? Das sieht aus wie eine Mako-Quelle aus Final Fantasy 7. Boah, krass. Okay, seine Augen leuchten rot. Ach, das hat man auch früher in Trailern gesehen. Dass die Augen immer so rot geleuchtet haben. Neue Astralkraft. Ramu! Ah, das ist jetzt unsere erste Summon. Wahrscheinlich auch unsere einzige Summon für diese Demo. Aber geil, okay, cool. Ramu. Ich wusste, dass es eine Beschwörung gibt. Aber, ah, okay, jetzt kann ich auch direkt schon raus, das ist schön. Aber ich habe gedacht, es wäre wahrscheinlich Titan, da man den im letzten Trailer auch gesehen hat. Aber es ist Ramu. Umso besser, cool. Und direkt speichern kann ich auch. Ja, und ich würde sagen... Ja, zu speichern ist okay. Smell that. Ich würde sagen, dass wir mit Ramus Hilfe jetzt wahrscheinlich endlich mal den guten alten Behemoth hier plätten können. Aber ich glaube, das heben wir uns für den nächsten Part auf. Deswegen schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer Tschö mit Ö.
Ich kann gleich beschwören, ich kann gleich beschwören, ich kann gleich beschwören, ich kann gleich beschwören. Ramu! Ah.